So, jetzt hat mir das Live-System auch nichts. Neutral. 13 Metall für 98. Nö. 23, nö. 3 Water. Nee, genügend. Nee, Waffen haben sie auch. Ich kann sie auch nicht streeten. Und Kosmotier. Oh, nee. Schreibe ich mir mal auf. Ist wie Starship? Okay. Kosmotier. Kann ich mir mal angucken. Oh, Gold. Kosmotier gucke ich mir mal an. Vielleicht taugt es ja was. Aber ich muss sagen, dass das jetzt auf jeden Fall wesentlich besser spielbar ist. Dass das eben so eskaliert ist und so, das war irgendwie doof. Also, dass das so schnell Feierabend ist. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Kommen wir da ran? Ne, kommen wir nicht. Sollte ich mich doch erstmal auf die Laser konzentrieren, dass ich die zuerst baue. Den Laser. RCS-Laser. Brauchen wir auf jeden Fall mehr CPU. Warte mal, dann... Warte mal, dann machen wir hier mal Hull. Und da setzen wir noch ein CPU drauf. Das langt nicht. So, ein bisschen fast forward. Jetzt haben wir CPU. So, warte mal. Jetzt machen wir noch eine Hall. Und noch eine Hall. Und dann machen wir noch einen Heat Vent, weil den brauchen wir mit Sicherheit, sonst brennt uns das Ding weg. Was kostet uns ein Mining Laser? 10. Okay, das war's dann. Aber wir verglühen zumindest nicht. Wir können jetzt schön durchbrennen. Und wir können noch springen. Würde mich jetzt mal interessieren, dadurch, dass ich wieder geladen habe, ob das die Ereignisse, guten Abend Christoph, hi, ob die Ereignisse auch wieder random sind. Wisst ihr, was ich meine? Ob die jetzt sich wieder
per Zufall ereignen. Gute Frage. So, mal gucken, ob jetzt die Hitze besser im Griff ist. Weil eben wurde es ja echt viel zu heiß. Ich konnte nichts dagegen machen. Das heißt, ich hätte viel früher für Heatvents. Sorgen müssen. Shit. Langsamer, damit der alte Mann noch mitkommt. Guck mal hier, drei Heatvents lassen den Laser überhaupt nicht mehr erhitzen. Oder zumindest nur so gering. Das läuft gut so. Guten Abend, Pillepaller, grüß dich. Mal gucken, ob wir den wegkriegen. Den Brocken. Warte mal, was kostet mich denn das zweite Laser? Ne, es hat jemand gesagt, ich soll, genau, wie war das? Ich soll das Laser-Turret bauen, das können wir uns jetzt auch leisten. Weil damit kann ich die großen Brocken zerschießen, die mich dann nicht treffen. Mach ich jetzt auch. Und zwar, den setze ich hier hin. Genau. Chrissimo, ah, okay. Schön, dass du da bist. Oh, ich sehe nicht. Okay. Mit dem Schiff die Hülle geknackt. Verdammt, ist ja viel zu sinnvoll. Komm, 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 komm. Tada. So, wenn ich das jetzt hier...
Moment. Safe. Jetzt die Frage, angreifen oder nicht angreifen? Der hat aber so, der hat so viel Kraft wie drei Laser, gell? Dieses Ding da. Okay. Immer das andere. Puh, die sind noch alle drin. Okay. Safe. So. So, wir machen mal hier den Laser wieder aus. So. Besser so. Findest du es immer noch zu einfach? Das hat sich überholt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst. Also wenn du am Sonntag da warst, da war es ja so, dass es viel zu schwer war. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist von der Schwierigkeit ist es auf jeden Fall besser geworden. Beschleunigen. So, Minions lebt noch. Das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir gestorben sind. Konnte lange nicht mehr zuschauen, ja. Also ich fand halt, am Sonntag war es halt echt frustrierend und es hatte auch den Spaß aus dem Spiel genommen. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt gut. Das ist, also schwer darf es ja sein. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist, muss halt irgendwie machbar sein. Und wobei ich ja auch eben einfach mal verglüht bin nach dem Sprung, ne? Weil einfach die Hitze zu groß war. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Ecke hier. Das muss anders werden. Ich habe überlegt, wenn wir hier noch einen dran setzen, dann können wir die CPU eventuell woanders hinmauen. Mal gucken. Ich will halt auf Schilde gehen. Das wäre so das Nächste. Zum Essen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wann passiert wieder was? Das verstehe ich halt manchmal nicht nach dem Sprung, dass es dann auf einmal Ewigkeiten dauert, bis wieder was passiert. Das war definitiv in der ersten Version nicht so. Und ich meine, das ist jetzt ganz schön in der Lauf. Wenn du jetzt ein Let's Play machst, denkst du so, wow, die Leute jetzt auf YouTube, die jetzt vielleicht diese Aufzeichnung gucken, denken sich so, Vorspul-Button. Ja, Beete mache ich später. Im Moment komme ich ganz gut klar. Das Wasser wird nicht verbraucht. So, wie war das? Als ich das letzte Mal gesprungen bin, kurz danach bin ich verreckt, gell? Weil irgendwie die Hitze zu stark war. Ich hoffe, dass es mit der Hitze jetzt hinhaut. Wir können ja mal so machen. Die Raumschiffe sind unförmig und hässlich. Ja, kannst du. Am Anfang musst du effektiv bauen. Ja, also gerade jetzt in dieser Version finde ich, ist es unheimlich schwer, irgendwie schick zu bauen. Weil du gar nichts Material hast, um das schick zu bauen, ne? Ich sollte ein Lied singen, ich glaube, dann ist. Ich überlege gerade. Das ist ein Solarpanel, ne?
Durch das Abbau fehlt ein bisschen was. Ja, machen wir so. Bauen wir in die Ecke, dann können wir hier oben nämlich aufmachen. Onkel Dedi, grüß dich. Oh, Chip ist noch ein Intercept Course. Na, das wird ja interessant. Ein weiterer Monat im Kollektiv. Laptron, hi. Oh, Hostile, fuck. Und die sind... Laptron, vielen, vielen Dank erstmal. Vielen Dank für den Resub, vielen Dank für 7 Monate. Schön, dass du da bist. Und hier haben wir ein Problem. Ich werde die jetzt auf jeden Fall bribe'n. Weil... Danke. Puh. Sonst ist hier gleich Feierabend. Wir können eigentlich schon mal das so nach vorne richten. Das müsste eigentlich gehen. Blitsch, 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 blitsch. Oh, geht vorbei. Aber ich glaube, so ist ganz gut. Dann schießt er auf jeden Fall auf das, was vor uns kommt. Können wir das mal ein bisschen beschleunigen. Falls ein größerer Brocken kommt, kriegt der schon mal eine Zeit lang was auf den Sack. Ist das Spiel auf 1080p 60 FPS sehr ressourcenfressend? Wann? Wenn du streamst oder was meinst du? Wenn du streamst oder aufnimmst oder wie? Oh scheiße, der hat ihn jetzt so lange kaputt geschossen, jetzt fliegt das Zeug hier weg. Bin ein bisschen doof. Wenn man streamt, ich streame mit Nvidia, da ist überhaupt nichts ressourcenfressend. Also, ich finde, gerade bei so einem Spiel kannst du 1080 FPS, 1080 und 60 kannst du locker streamen. Moment. Zack. Weil das halt nicht so, die Bitrate nicht so hoch braucht. Das ist ja recht anspruchslos, was die Bitrate angeht. Also, denke mal, das ist das ideale Spiel oder RimWorld ist genauso. Also, das frisst vielleicht ein bisschen CPU, weil die Sachen berechnet müssen, werden müssen im Spiel. Oder sowas, kann ich mir vorstellen. Mal, den kriege ich noch klein. Achtung, gleich voll. Oh ja. So. Warte mal. Zwei. Dahin. Die eins dahin. Also seit ich mit dem Video stream bei so Spielen, die nicht so Details haben, also die halt nicht Seven Days to Die heißen oder... Okay, warte. Ne, also Seven Days to Die oder PlayerUnknown kannst du zum Beispiel auch gut streamen. Die würde ich aber nur auf 900p oder vielleicht nur 720.
Oh, Cargo. Shit, warum baut er denn den Cargo nicht? Ah, jetzt weiß ich warum.